5 verschiedene Berufe, 5 ganz verschiedene Gehälter. Wie hoch sind die Einkommen in Deutschland? Sagen wir so 10.000 im Monat, kann man gut davon leben. Können wir nicht drüber sprechen. Es geht bei uns ab 13,50 Euro los. Die Reichen werden reicher und die Armen ärmer. Macht Geld tatsächlich glücklich? Also man muss schon einen Job haben, der auch Spaß macht. Aber das Gehalt muss auch auf jeden Fall passen, weil irgendwann ist das dann auch ein Unglücksfaktor. Es macht einen nicht dauerhaft glücklich. Es ist ganz schwer, Glück und Geld sozusagen gegeneinander aufzuwägen. Welche Rolle spielt die Bildung beim Gehalt? Je höher die Bildung, desto produktiver bin ich. Und Produktivität gibt Geld im Sparschwein. Wir haben 10% der Akademiker, die nur oder weniger als 9,50 Euro die Stunde verdienen. Und wie gerecht sind unsere Einkommen überhaupt? Die Gehaltsstrukturen, die sind schief wie der Turm von Pisa. Was? So viel wollen Sie? So viel kriegen wir uns ja noch nicht mal die Männer. Ungerechtigkeit macht krank. Das alles wollen wir uns im Geldcheck näher ansehen. Wer verdient, was er verdient? Unsere Einkommen auf dem Prüfstand. Wer bekommt wie viel? Das ist in Deutschland fast ein Staatsgeheimnis. Was verdienen Sie eigentlich? Ja, genug. Zu wenig für die Arbeit, die ich tue. Überhaupt nichts. Nee, ich bin Mutter und Hausfrau. Da möchte ich nicht drüber sprechen. Oh, das kann ich glaube ich nicht sagen. Nee, das sowas sagt man auch gar nicht. Was für einen Job haben Sie denn? Unternehmensberater. Zufrieden, zu wenig, genug. Konkreter wird kaum einer. Warum eigentlich? In Indien sind Gespräche über das Gehalt so selbstverständlich wie übers Wetter. In den USA gibt man gerne mit seinem Geld an. In Schweden und Norwegen sind alle Einkommen transparent. In Deutschland reden 2/3 nie über ihr Gehalt und 41% wissen nicht mal, was ihr Partner verdient. Warum sind wir da so verklemmt? Das hat Cornelia Koppetsch wissenschaftlich erforscht. Bei denjenigen, die glauben, dass sie tendenziell zu viel verdienen, spielt Neid oder das Gefühl, Neid auslösen zu können, eine große Rolle bei der Verschwiegenheit. Und bei denjenigen, die glauben, dass sie tendenziell zu wenig verdienen, spielt Scham eine Rolle. Sie möchten nicht, dass andere rausfinden, wie wenig sie verdienen. Wir haben nach langer Suche ein paar Mutige gefunden, die doch über ihr Geld reden. Zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter. Anja Forspel arbeitet in der Verwaltung eines Altenheims und ehrenamtlich im Umweltschutz. Finanziell bin ich gehöre ich sicherlich zu dem Kreis der Leute, die arm sind. Aber was das Leben angeht, fühle ich mich wohlhabend, weil es mir gut geht, weil ich gesund bin. Und das ist natürlich viel wert. Andreas Watzi ist Landmaschinenmechaniker, 31, Single und arbeitet in Böblingen. Er ist der klassische Durchschnittsverdiener. Die Abwechslung macht mir sehr viel Spaß in dem Job. Ich habe von Pneumatik, Hydraulik, Getriebetechnik, es ist alles dabei. Ich bin da total zufrieden und vom Gehalt her ist eigentlich, ich komme sehr gut klar. Aber jetzt für größere Ansparungen oder so muss ich schon eine Zeit lang warten. Ralf Suikat ist erfolgreicher Unternehmer, hat mit einem Partner eine Softwarefirma mit 25 Millionen Jahresumsatz aufgebaut. Seinen Anteil hat er gerade aus familiären Gründen verkauft. Er könnte sich ein sorgloses Leben als Privatier leisten. Stattdessen engagiert er sich zunehmend gesellschaftlich. Meiner Meinung nach tragen wir Verantwortung nicht nur für die Dinge, die wir tun, sondern auch für die Dinge, die wir nicht tun. Wir fahren zum Statistischen Bundesamt nach Wiesbaden. Hier weiß man alles über unsere Einkommen. Alle 4 Jahre werden 60.000 Firmen befragt, wie viel sie zahlen. Der Herr dieser Zahlen ist Roland Günther. Er weiß, wann man zur Oberschicht gehört oder zu den Armen und wo der Fahrstuhl rauf und runter geht. Je schiefer die Einkommensverteilung, desto weniger sagt der Durchschnitt aus. Deshalb rechnen die Fachleute hier lieber mit dem sogenannten Median. Und das geht so. Der Median kann ganz einfach berechnet werden, indem man sich vorstellt, dass man die Menschen in Deutschland
nach ihrer Verdiensthöhe in einer Reihe aufstellt. Wir beginnen mit der Person, die den höchsten Verdienst hat, und dann geht es Schritt für Schritt weiter bis zu der Person, die den niedrigsten Verdienst hat. Wenn wir jetzt genau die Person, die in der Mitte steht, befragen, wie viel sie verdient, dann antwortet sie uns mit dem Median, und das ist zuletzt etwa ein Betrag von 3.000 Euro brutto monatlich. In diesem Medianbereich liegen laut Bundesamt Berufe wie Baggerfahrer, Elektroniker, Krankenschwestern und Pfleger oder auch angestellte Architekten. Genau da, knapp über 3.000 Euro brutto, liegt auch Andreas Watzi und ist selbst überrascht, dass sein Einkommen der Median ist. Ich habe mich eher so zwischendurch, also zwischen der Mittelschicht und zwischen der untersten Schicht gesehen. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Mittelschicht eigentlich mehr verdient wie 3.100 Euro brutto. Jeder weiß, was er selbst verdient. Aber was wissen wir eigentlich über die Einkommen der anderen? Wir machen ein Experiment und bauen unsere 5 Pappkameraden in der City auf. Ein Flugkapitän der Lufthansa, ein Bilanzbuchhalter, eine Friseurin, ein Sicherheitsmitarbeiter und eine Assistenzärztin im Krankenhaus. Was verdienen diese Menschen? Auch nicht, ja. Das ist jetzt die Frage. Friseurin, ja. 1.500. Okay, und die Ärztin? 6.000 oder ein bisschen mehr. Bilanzbuchhalter? Oh, das kann nicht viel sein. 3.500. Der Flugkapitän bei der Lufthansa? Was hast du gesagt? 10, ne? 10.000. 3.500. Okay. Dann machen wir 4. Security-Mitarbeiter? 1.400. Na, ich glaube, der verdient auch 2.000. Er hier, 1.200. Dann lösen wir mal auf. Der Sicherheitsmitarbeiter? 1.700 und ein paar Gequetschte, brutto. Hätte ich nicht gedacht, dass er so wenig hat. Okay. Kann man davon leben? Definitiv nicht. Dem stimme ich nicht so zu. Ich würde auf jeden Fall der Friseurin ein bisschen mehr zugestehen. Das ist eigentlich auch viel, ne? Für Buchhalter auf jeden Fall und für die Ärztin auf jeden Fall ist das viel zu wenig wieder. Ein Flugkapitän kann auf 13.000 Euro kommen, manche sogar noch mehr. Das ist nicht wahr. Ach du lieber Gott, die sollen gut bezahlt werden, aber nicht so viel. Okay. Da. Ja, das haben die vergessen, gell? 10.000 Euro vergessen. Ich meine, was macht er fürs Gemeinwohl? Er fährt die Leute in Urlaub oder wieder zurück. Sie rettet unter Umständen Leben. Und das steht überhaupt nicht im Verhältnis. 50 Passanten haben wir gefragt. Die unteren Einkommen haben sie ziemlich gut geschätzt. Aber je höher das Gehalt stieg, desto mehr fehlte die Vorstellungskraft. Zurück zu Andreas Watzi, unserem Medianmann. Vom Brutto bleiben ihm am Ende 1.700 Euro netto übrig. Fast die Hälfte geht für die Miete drauf. Aber bei den aktuellen Immobilienpreisen im Raum Stuttgart ist Eigentum für Normalverdiener ausgeschlossen. Dann habe ich mich einfach entschieden, in Miete zu gehen, weil es einfach für mich als Alleinstehender doch günstiger ist. Sein Bausparvertrag ist deshalb in einen Oldtimer geflossen. Den will er restaurieren und dann verkaufen. Denn die Angst vor schlechteren Zeiten fährt immer mit. Wir sind gerade irgendwie an so einer Kippe, wo es nur noch Oberschicht und Unterschicht gibt. Also die Mittelschicht ist so, da wird gerade dran geknabbert irgendwie, dass die immer weiter nach unten steigt. Und das, noch geht es gut, aber ich habe so das Gefühl, dass es immer schlechter wird. Damit steht unser Medianverdiener nicht alleine. Viele haben Angst vor dem sozialen Abstieg. Beim Institut der deutschen Wirtschaft kann man das nicht nachvollziehen. Diese Diskussion hat es das erste Mal vor 40 Jahren gegeben. Mitte der 70er Jahre gab es das erste Mal Debatte, damals noch verbunden mit Rationalisierungsinvestitionen. Gleicher Effekt, da war die Maschine der Konkurrent zu der einfachen Arbeit. Wenn das alles damals schon richtig gewesen wäre, was die Besorgten aufgeschrieben haben, dürften wir heute nicht den Höchststand der Beschäftigung haben. Nur einen Steinwurf entfernt an der Kölner Uni kommt der Armutsforscher Christoph Butterwege zu einer völlig anderen Einschätzung.
Etwa 30% der Bevölkerung sind im Grunde, weil sie von der Hand in den Mund leben, nur eine schwere Krankheit oder eine Kündigung von der Armut entfernt. Und die Angst, sozial abzusteigen, ist deshalb berechtigt, weil dieses Risiko tatsächlich für immer mehr Menschen besteht, weil sich die Armut bis in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet und sich dort auch zu verfestigen scheint. Wie sehen die Menschen selbst ihre Situation? Dazu haben wir bei Infratest DIMAP eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. 3% der Bundesbürger finden, sie werden zu gut bezahlt. Gut jeder Zweite fühlt sich für seine Arbeit angemessen entlohnt, 55%. Aber 41 von 100 sagen, sie werden zu schlecht bezahlt für das, was sie leisten. Bei den Arbeitern ist es sogar mehr als jeder Zweite. Ein großes Potenzial für politischen und sozialen Frust. Die untere Hälfte der Bevölkerung hat auch kaum eine Chance, sich etwas aufzubauen. Allen zusammen gehören gerade einmal 2,5% des Nettovermögens in Deutschland. Auch Anja Forspel lebt an der Armutsgrenze. Sie engagiert sich beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub gegen eine kleine Aufwandsentschädigung. Hauptberuflich arbeitet sie in der Verwaltung eines Pflegeheims. Befristet, als Elternzeitvertretung mit 24 Wochenstunden. Einen Vollzeitjob hat sie nicht gefunden. Und ansonsten ist mein Job natürlich vergleichbar mit Manuel Neuer. Die Null muss stehen, ne? Hinterher. Also Rechnungen, die rausgehen, müssen auch bezahlt werden. 1800 Euro brutto pro Monat hat sie alles in allem, macht netto 1240. Das reicht gerade so zum Überleben, wenn nichts schief geht. Aber ein Auto oder eine richtige Urlaubsreise sind bei den Düsseldorfer Mieten nicht drin. Mehr wäre natürlich schöner, gar keine Frage. Ich spiele auch ab und an Lotto, mache mir aber keine großen Hoffnungen. Zu den Geringverdienern gehören unter anderem Friseure, Taxifahrer, Zimmermädchen und Roomboys und Küchenhilfen. Vor allem die unteren Einkommen sind über die Jahre deutlich zurückgeblieben. Aus Vollzeitstellen wurden mehrere Minijobs oder sogenannte atypische Beschäftigungen. Die Agenda 2010 machte es möglich. Die Arbeit und das knappe Geld wurden auf mehr Köpfe verteilt. Gut für die Statistik und das Renommee? Aber schlecht für viele Betroffene, kritisiert der Bremer Ökonom Rudolf Hickel. So ließen sich auch die miesesten Verträge durchsetzen. Das ist sozusagen ein ganz klarer Lohnsenkungsdruck. Und der hat dazu geführt, dass immer mehr prekäre Arbeitsplätze aufgebaut worden sind. Also Werkarbeit, Werkaufträge, Leiharbeit und Zeitarbeit und vieles, vieles mehr, was da an Minijobs, das an prekärer Arbeit entstanden ist. Und die sind völlig raus aus dem Tarifvertragssystem. Auf der anderen Seite die Topverdiener, wie höhere Beamte, Chefärzte oder Abteilungsleiter von Konzernen. Bei Managern großer Unternehmen ist die Skala nach oben offen. Die Bezüge der DAX-Vorstände sind in 17 Jahren um 186% gestiegen. Die von Geschäftsführern um 42%, die der normalen Angestellten nur um 15%, noch nicht einmal 1% pro Jahr. Doch selbst die Spitzenmanager sind kleine Lichter gegen die wirklichen Superreichen. Allein die beiden Nachfahren der im letzten Jahr verstorbenen Johanna Quandt werden von der Fachpresse auf 30 Milliarden Euro taxiert. Den oberen 10% gehören inzwischen rund 2/3 des Vermögens in Deutschland. Ihr Anteil am Kuchen wird immer größer, auch durch die massiven Steuersenkungen im Vergleich zu den Zeiten von Helmut Kohl. Seit es keine Vermögenssteuer mehr gibt, ist das Wissen über die wirklich Reichen löchrig wie ein Schweizer Käse. Wir wissen nicht, um welche Person es sich handelt, aber wir sehen auch sehr, sehr hohe Einzelverdienste, etwa bei Fußballern, etwa bei Vorstandsvorsitzenden, etwa bei Geschäftsführern. Aber diese Zahlen unterliegen im Einzelnen streng der Geheimhaltung der statistischen Ämter. Darüber werden keine Veröffentlichungen gemacht. Für Sozialpolitiker wie Norbert Blüm eine schwere Fehlentwicklung. Er war 16 Jahre Arbeitsminister unter Helmut Kohl und sieht mit Befremden, wie die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Die Reichen werden reicher und die Armen ärmer. Und das lässt sich durch Durchschnittszahlen verdecken. Mit dem Durchschnitt ist es so, wenn Sie zwei Bratwürste essen und ich keine, dann hat jeder von uns im Durchschnitt eine gegessen, nur Sie sind satt und ich habe Hunger.
Unsere Frage war, wie viel wird in Deutschland verdient? Das Fazit: Die Bandbreite ist enorm. Die Mittelschicht wackelt und breitet sich eher nach unten als nach oben aus. Und die Spitze setzt sich weiter ab und verdient immer mehr. Unser zweiter Check. Macht Geld glücklich? Wenn es keinen Spaß macht, wenn man es nicht mit Enthusiasmus macht und nicht so einen Hauch von Berufung hat, dann kann das Geld auch nur noch Schadensersatz sein und das ist nicht richtig. Das ist überhaupt die ganze Umgebung, die Kollegen, Arbeitsklima ist für mich super wichtig, dass man einfach zur Arbeit geht und man freut sich, man muss sich dazu nicht zwingen. Das Gehalt muss auch auf jeden Fall passen, weil irgendwann ist das dann auch ein Unglücksfaktor, es macht einen nicht dauerhaft glücklich. Andreas Watzi ist echt glücklich in seinem Job, sagt er. Die Arbeit macht Freude und ist richtig dosiert. Und er fühlt sich im Kollegenkreis wohl. Die Vielseitigkeit, was ich da hier jetzt im Betrieb habe, habe ich beim Band in Daimler zum Beispiel bestimmt nicht. Ja, heute mache ich Traktor, morgen mache ich Kettensäge. Und das ist halt auch die Vielseitigkeit. Und ich verdiene einfach ein bisschen weniger, aber ich habe dafür meinen Spaß am Geschäft. Was Watzi sagt, spielt in der jüngeren Generation eine größere Rolle als früher. Gute Arbeitsbedingungen sind ab einer gewissen Schwelle fast genauso wichtig wie mehr Geld. Also die jüngere Generation ist stärker an Work-Life-Balance, an Fragen von Work-Life-Balance interessiert, weil sie gesehen hat, wie stark sich die ältere Generation im Zuge des Neoliberalismus verausgabt und entschließt sich also jetzt dazu, zu sagen, ich möchte in meinem Beruf vor allen Dingen eins, ich möchte meine Berufstätigkeit mit meiner Familie, mit meinem Familienleben und mit meinen sonstigen Interessen vereinbaren können. Janine Steger war lange ein sehr bekanntes Gesicht im Privatfernsehen. Ich hatte von diesem ekelhaften Trend überhaupt nichts mitbekommen. Ein Traumjob, den sie sich immer gewünscht hatte. Sehr gutes Einkommen, viel Prestige. Doch irgendwann merkte sie, ihren kleinen Sohn sah sie kaum noch. Dann bin ich natürlich auch ans Nachdenken gekommen und habe mich gefragt, wenn ich jetzt auf dem Sterbebett liegen würde, würde ich dann sagen, dass alles richtig ist. Trotz Festanstellung mit tollem Gehalt schmeißt sie den Job hin und meldet sich arbeitssuchend. Kaum jemand versteht das. Wenn ich dann immer mit meiner Leidenschaft kam, und gesagt habe, mir ist aber die Leidenschaft abhanden gekommen. Das war so ein bisschen wie beim Arbeitsamt, wo die halt auch gesagt haben, warum haben Sie noch mal gekündigt, ne? Als Sie die Zahlen gesehen haben. Ja? Und dann habe ich gesagt, weil ich keinen Spaß mehr hatte. Und dann sagen die natürlich auch, sind Sie bescheuert? Ja? Zumal es noch gar keinen richtigen Plan B gibt. Im Moment lebt sie von ihren Ersparnissen und versucht, sich selbstständig zu machen. Schwerpunkt ökologischer Lifestyle. Unter dem Namen Green Janine moderiert sie auf Messen zu Umweltthemen oder schreibt Beiträge für journalistische Blogs. Ganz gar nichts mehr zu haben, ist eine äußerst schwierige Situation. Ich merke aber trotzdem, dass das viele Geld, was ich vorher hatte, mich ja nicht glücklich gemacht hat. Und dass ich jetzt einfach durch die Leidenschaft, die mein neues Tätigkeitsfeld mit sich bringt, halt einfach ich wieder viel, viel glücklicher bin. Mit viel Geld kann man sich zwar jeden erdenklichen Luxus leisten, aber auf lange Sicht macht das allein die meisten Menschen nicht wirklich zufriedener, weiß die Wissenschaft. Wer viel hat, lebt auch mit der Angst, es wieder zu verlieren. Ab 75.000 Euro ist Schluss. Also wenn man mehr als 75.000 Euro verdient, dann wird man dadurch nicht glücklicher. Denn, so sagt Jutta Almendinger, man zahlt in der Regel auch einen Preis dafür. Zumindest, wenn man selbst arbeiten muss. Wenn man nur noch arbeitet und dann kein Privatleben mehr hat, keine Hobbys mehr hat und so weiter, wird man mit Sicherheit nicht glücklicher. Ralf Suikat hat einen anderen Weg gefunden. Er finanziert soziale Projekte, statt sich auf seinem Geld auszuruhen. Und engagiert sich unter anderem in der Bewegungsstiftung, die zum Beispiel Flüchtlinge unterstützt und Ökobauern fördert. Es kann Spaß machen und es macht auch Spaß, sich einzusetzen, zu engagieren für eine Veränderung, für eine größere Teilhabe von Menschen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens bislang sich befunden haben. Denn klar ist auch, zu wenig Geld, das macht auf jeden Fall unglücklich. Millionen Menschen müssen um jeden Cent kämpfen und hätten schon mit 100 Euro mehr im Monat erheblich weniger Sorgen. Wer ständig um seine Existenz kämpfen muss, dessen Lebensqualität ist gravierend beeinträchtigt, sagen Fachleute. Die Frage war, macht Geld glücklich? Fazit: Zu wenig Geld macht auf jeden Fall unglücklich. Ist die Existenz aber gesichert, ist für viele Jüngere die Familie wichtiger als mehr Geld.
Ab 75.000 Euro im Jahr wird man kaum noch glücklicher, wenn keine Zeit fürs Privatleben bleibt. Unsere dritte Checkfrage. Welche Rolle spielt die Bildung für das Einkommen? Wenn man bessere Bildung hat, natürlich bekommt man mehr Geld, ja. Also Ausbildung ist schon fundamental, ja. Aber sonst bist du raus bei der Bewerbung. Also man kann auch ohne Uniabschluss, ich glaube, teilweise auch mehr Geld verdienen als mit. Ja. Das kann vorkommen, aber nur in Ausnahmefällen. Ansonsten kommen alle Studien zu einem klaren Ergebnis. Man kann sagen, je höher die Bildung ist, desto höher ist auch das Gehalt. Das hat damit was zu tun, dass die Tarifverträge zunächst mal sagen, wir brauchen die und die Bildungsabschlüsse. Und wenn es da ein Häkchen gibt, dann ist ein gewisses Gehalt fällig. Das hat was mit Tarifierungssystemen zu tun. Und es hat damit was zu tun, dass, wenn man das so ausdrücken möchte, eine Humankapitaltheorie besagt, je höher die Bildung, desto produktiver bin ich. Und Produktivität gibt Geld im Sparschwein. Wie wichtig sind formale Bildungsabschlüsse auf dem deutschen Arbeitsmarkt und welche Chancen hat man ohne sie? Das wird die erfolgreiche Unternehmerin Sina Trinkwalder für uns checken. In ihrer Firma Mano Mama beschäftigt sie 150 Mitarbeiter mit der Herstellung von fairer Kleidung und Taschen. Made in Germany. Für mich ist es eine Frage des Anstands, dass alle Menschen auch eine Möglichkeit des Erwerbs bekommen. Und dann muss ich hier produzieren. Hier, wo wir die Produkte letzten Endes auch konsumieren. Sie hat viele Menschen angestellt, die keine formale Ausbildung haben oder sonst auf dem Arbeitsmarkt chancenlos wären. Dass man ohne die passenden Papiere sofort aussortiert wird, ist für Experten eines der zentralen Probleme bei Langzeitarbeitslosen. Auf interessante Stellen gibt es sehr, sehr, sehr viele Bewerbungen. Und dann werden diese Häufchen gebildet, ne? Und wenn man dann einfach die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt, dann landet man erstmal auf dem Haufen, ne, wo es dann heißt Absage. Wir wollen herausfinden, ob die erfolgreiche Geschäftsfrau auf dem normalen Arbeitsmarkt eine Chance hätte. Denn ihre Biografie passt nicht ins übliche Schema. Naja, wenn man meinen Lebenslauf ansieht, dann habe ich ja wirklich überhaupt nichts vorzuweisen, außer ein hundsmiserables Abitur, zwei abgebrochene Studiengänge, ein bisschen in der eigenen Werbeagentur rumgejobbt, ein Jahr Sabbatical und dann 7 Jahre soziales Engagement. Ich habe eigentlich nichts. Sie will sich unter einem anderen Namen bei 25 Unternehmen bewerben. Und wir verändern sie auch optisch. Soll sie schließlich keiner einstellen, nur weil er sie aus dem Fernsehen kennt. Ich bin verdammt gespannt, was letzten Endes daraus wird. Vielleicht kriegen wir doch den einen oder anderen rum, der sich einen Ruck gibt. Vielleicht aber auch nicht. Wir bringen die Bewerbungen auf den Weg und wollen in ein paar Wochen wieder vorbeischauen. Drei von 4 Akademikerkindern schaffen es heute an die Uni. Aber nur jedes 4. Kind von Nicht-Akademikern. Eine Garantie für ein hohes Einkommen ist ein Hochschulabschluss aber auch nicht mehr. Wir haben 10% der Akademiker, die nur oder weniger als 9,50 Euro die Stunde verdienen. Es gibt zum Beispiel bei den Architekten einige Spitzenbüros, bei denen also auch Spitzeneinkünfte erzeugt werden, während ein großes Heer an Architekten leer ausgeht und einige nicht mal einen Auftrag bislang erlangt haben. Patrick Neff und Pascal Kuhn haben es trotzdem gewagt. Die Architekten aus Weinheim haben sich vor einem Jahr selbstständig gemacht und planen gerade ein Verwaltungsgebäude. 2-mal am Tag fahren sie zur Baustelle. Man muss ja aufpassen, dass es auch alles so gebaut wird, wie man sich es am Anfang vorgestellt hat. Der große Bau deckt aktuell ihre Einkünfte, aber dann muss gleich der nächste Auftrag her. Und den bekommt man oft nur über Wettbewerbe. Man investiert viel Zeit und Geld, aber nur einer kann gewinnen. Dass es ein offener Wettbewerb ist und jetzt in dem Fall, da haben halt an die 1000 Büros teilgenommen. Ich meine, da geht man von vornherein ja schon mit dem Gedanken rein, okay, wenn es was wird, wäre natürlich super, aber wir gehen einfach davon aus, es wird nichts. Und wenn man dann eine Runde weiterkommt, dann kann es sein, dass man nochmal ein bisschen Arbeit reinsteckt und eben mit der Hoffnung, dass die ganze Sache weitergeht, man eventuell am Ende sogar als Gewinner dasteht und das Gebäude auch ausführen darf. Oder man halt steckt nochmal Arbeit rein und hat dann das Risiko, Mist, hat vielleicht doch nicht funktioniert. Ungewissheit und Risiko gehören bei Selbstständigen immer dazu.
Jeder 10. Erwerbstätige arbeitet selbst und das ständig. Und bekommt in der Regel keinen bezahlten Urlaub, keinen Zuschuss zur Krankenversicherung, keine gesetzliche Rente, keine Lohnfortzahlung bei Krankheit und kein Arbeitslosengeld. Das verfolgt einen halt auch am Wochenende und es hat halt auch was Existenzielles. Aber in 99,9% der Fälle, sage ich, steht man morgens auf und man geht gerne zur Arbeit. Was bei Architekten schon lange üblich ist, greift auch in anderen Branchen um sich. Die Zukunft der Arbeit heißt für viele Crowdworking. Auch für manche Journalisten, Informatiker oder Designer. Selbstständige digitale Tagelöhner, die jeden Morgen nach Jobs suchen. Null Sicherheit, aber volles Risiko. Und das gegen weltweite Konkurrenz. Die Hans-Böckler-Stiftung hat erstmals untersucht, wer die Menschen sind, die so arbeiten. 3/4 haben Abitur, die Hälfte sogar ein Studium. Aber die Aussichten sind düster. Die meisten verdienen weniger als 300 Euro im Monat damit. Und selbst die, die angeben, das hauptberuflich zu machen, im Schnitt weniger als 1.500 Euro. Bei den Designplattformen ist es sogar noch deutlich weniger, weniger als 850. Davon kann man nicht leben. Digitaler Darwinismus. Die Auftraggeber haben kein Risiko. Sie bekommen viele Vorschläge und zahlen dafür nur ein paar Dollar. Die Besonderheit an den Designplattformen ist tatsächlich, dass die in der Regel in Form eines Wettbewerbs geführt werden. Also ähnlich wie bei Architekturwettbewerben, dass nur der Gewinner Geld bekommt oder vielleicht in dem günstigen Fall die drei besten Entwürfe. The winner takes it all. Auch das ein Trend für die Zukunft der Arbeit. Im Sport, im Digitalbusiness, im Showgeschäft. Ganz oben explodieren die Gehälter und Gewinne. Aber schon der zweite ist der erste Verlierer. Was ist eigentlich aus Sina Trinkwalder geworden? Die erfolgreiche Unternehmerin ohne formale Berufsausbildung hat sich unter einem Pseudonym bei 25 Firmen für uns beworben, um herauszufinden, welche Chancen sie auf dem Arbeitsmarkt hätte. Nach einiger Zeit das ernüchternde Fazit. Also eigentlich wieder meine Erwartens, will mich überhaupt keiner einstellen. Die wollen wir noch nicht mal sehen zum Vorstellungsgespräch. In Deutschland bleibt ohne die richtigen Papiere oft nur der Weg in schlecht bezahlte Hilfsjobs oder die Selbstständigkeit. So wird viel Potenzial verschenkt. Ja, kannst du dich eigentlich einäschern. Und das ist eine Sauerei. Wenn man mir meine Arbeitsleistung und meine Kompetenz abspricht, nur weil ich es nicht auf dem Papier habe. Und da muss sich ganz klar was ändern. Wir haben gecheckt, wie wichtig ist Bildung fürs Gehalt. Unser Fazit: Ohne formalen Abschluss bekommt man oft gar keinen Job. Mit hoher Bildung hat man zwar die besten Aussichten auf ein hohes Gehalt, aber eine Garantie dafür ist sie auch schon lange nicht mehr. Vierte und letzte Frage: Wie gerecht sind unsere Einkommen? Die Bundeskanzlerin bekommt etwa 18.000 Euro im Monat. Ist das viel? Für sie ist es okay. Als Bundeskanzlerin sollte sie mehr Vergünstigungen bekommen und mehr verdienen. Ich meine, dass sie die Chefin. Ja, das ist viel. Echt? Ja. Für Normalbürger ist es viel. Da haben wir noch einen. Dieter Zetsche, der Chef von Daimler. Wie viel Mal bekommt er mehr als Angela Merkel? Also ich würde jetzt mal so an die 40.000 bis 50.000 im Monat schon. Ich würde auch sagen, doppelt so viel. Doppelt oder dreifach. Ja. Die sind sehr hoch bezahlt, 6-mal. Ja. Ich schätze, er dürfte ungefähr 8-mal so viel verdienen. 10-mal oder 12-mal mehr? Er kriegt 67-mal so viel, jeden Monat. Boah, wow. Ja. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Ich bin Rentner, da kommen ja gleich die Tränen. Die Relation passt nicht. Die ist überbezahlt. Der Mann hat es geschafft. Ja, muss man sagen, der ist CEO bei Daimler. Ich meine, das ist die freie Wirtschaft, ne? Die Chefs von Allianz, Fresenius und Daimler haben letztes Jahr zweistellige Millionenbeträge eingestrichen und dazu eine üppige Altersversorgung. 14,5 Millionen, das sind für jeden Tag des Jahres fast 40.000 Euro. Zu Recht, da ist die Wissenschaft gespalten. Die können heute nicht mehr erklären, warum im Grunde genommen der Manager, der ja auch ein Lohnbezieher ist, warum der das 400-fache oder 300-fache eines durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommens hat.
Ja, wenn man Einzelne herausnimmt, wie Vorstände, aber wie viele Vorstände haben wir denn in der Bundesrepublik Deutschland und wie viel insgesamt sind in dieser oberen Einkommensgruppe? Tatsächlich ist es aber im Ergebnis so, dass im unteren Segment die Lohnsteigerungen in diesen Gruppen höher waren als im oberen. Bei unserer repräsentativen Umfrage meinten 4%, der Unterschied zwischen oben und unten ist zu gering. 9% finden die Differenz angemessen, aber 85% sagten, der Abstand zwischen oben und unten ist zu groß. Ein starkes Indiz für eine schwere Vertrauenskrise. Aber lässt sich der Wert einer Arbeit objektiv erfassen? Das ist sehr schwierig. Ich würde eher die Leistung daran messen, ob es für die Gesellschaft nützlich ist, was da geschieht. Und es gibt sicherlich eher parasitäre Berufe, die im Finanzmarktsektor angesiedelt sind, wo keine gesellschaftliche Nützlichkeit feststellbar ist. Umgekehrt gibt es viele Bereiche, in denen gesellschaftlich Nützliches passiert, ohne dass die dort arbeitenden Menschen anständig entlohnt werden. Britische Forscher haben ausgerechnet, dass manche Investmentbanker für jeden Euro ihrer üppigen Bezüge bis zu 7 Euro an anderer Stelle vernichtet haben. Gleichzeitig erbringen Menschen in schlecht bezahlten Dienstleistungsberufen bis zum Zehnfachen ihres Einkommens an gesellschaftlichem Nutzen. Arbeit in Haushalt, Kindererziehung und Ehrenamt fällt finanziell völlig unter den Tisch, obwohl sie enorme Werte schafft. Am Ende geht es primär gar nicht um die Leistung für die Gesellschaft, sondern oft darum, seine Interessen durchzusetzen, sagt die Wissenschaft. Diese Art von Lohnungerechtigkeit, die etwas mit Macht zu tun, beispielsweise wird manchmal zynischerweise noch behauptet, ja, wer einen niedrigen Lohn hat, der leistet auch wenig. Leistungsorientierte Entlohnung, das ist am Ende alles Unfug. Löhne sind und vor allem Lohndifferenzierung, Lohnhierarchien, also unterschiedliche Löhne, sind am Ende eine Machtfrage. Noch einmal zurück zur Firma Manomama von Sina Trinkwalder. Sie hat bei den Gehältern einen ziemlich radikalen Ansatz gewählt. Weil sich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten anstrengt, bekommen alle zunächst mal das Gleiche. 10 Euro pro Stunde. Und bei Extraleistungen eventuell noch etwas obendrauf. Ich halte es einfach so, und das habe ich auch meinen Ladies erklärt, wir sind wie ein großes Uhrwerk. Egal wie groß das Zahnrad ist, wir brauchen jedes Zahnrad, damit wir die Uhr anzeigen können. Hier gibt es viele, die auf dem normalen Arbeitsmarkt keine Chance bekommen. Alleinerziehend, aus schwierigen Verhältnissen oder anders gehandicapt. Wenn sie mal 60 sind, kriegen sie nichts mehr. Das ist aussichtslos. Die Alternative für die meisten hier wäre klar. Ja, Hartz IV mit Sicherheit. Alle leisten wertvolle Arbeit, sagt die Chefin. Aber natürlich gab und gibt es immer mal wieder Diskussionsbedarf. Das hat eine gewisse Zeit gedauert, aber mittlerweile ist es völlig in Ordnung, dass wir alle Menschen gleichwertig behandeln. Übrigens auch unabhängig von ihrer Qualifikation, ihres Alters, ihrer Herkunft, sonst irgendwas. Ist uns wurscht, alle sind dasselbe wert. Was könnten objektive Maßstäbe für gerechte Gehälter sein? Wir marschieren mit unseren Pappkameraden zu Stefan Liebig. Der Soziologe hat sich auf Gerechtigkeitsforschung spezialisiert. Heute dürfen 7 Studenten mal Glücksfee spielen und Geld verteilen. Ich bitte Sie, für diese 5 Berufe aufzuschreiben, was Sie für ein gerechtes Einkommen halten. Alle überlegen für sich einen fairen Lohn. Aus dem Bauch heraus setzen sie unterschiedliche Einkommen für die Assistenzärztin, den Bilanzbuchhalter, den Sicherheitsmitarbeiter, den Flugkapitän und die Friseurin an. Ja, das ist nicht einfach. Warum? Weil man zunächst eine grundsätzliche Orientierung braucht. Ich wollte Ihnen nicht zu viel geben, aber auch nicht zu wenig. Also ich habe das geringste Gehalt, was ich vergeben habe, ist 2500, weil ich mir irgendwie so ein bisschen denke, das ist für 40 Stunden Arbeit das, was ich eigentlich für gerecht halte. Im echten Leben bekommt der Flugkapitän 9-mal so viel wie die Friseurin. Die Studenten meinen, aus dem Bauch heraus, natürlich soll er mehr bekommen, aber das Dreifache reicht auch. Also zunächst einmal müssen wir feststellen, dass es Ungleichheit gibt, die auch gerecht sein kann. Und es gibt Ungleichheit, die ungerecht ist. Also diese Unterschiede zwischen den Berufen sollten weiterhin existieren. Aber das Spannende ist, dass auf der einen Seite diejenigen, die viel verdienen, etwas abgesenkt werden und auf der anderen Seite diejenigen, die geringe Einkommen haben, eben etwas mehr bekommen sollen.
Doch was sind Kriterien für eine gerechte Bezahlung? Berufsausbildung, Kinder, das Alter oder die Anstrengung des Einzelnen? Die Nachwuchswissenschaftler bewerten unterschiedliche Faktoren, vergeben danach Gehälter. Also zum einen der Ausbildungsstand. Das Geschlecht sollte keine Rolle spielen. Da finde ich schon gerecht, dass jemand, der jetzt ja, vielleicht als Arzt ein Jahrzehnt in seine Ausbildung investiert, auch mehr kriegt als jemand, der 3 Jahre Ausbildung gemacht hat. Am Ende schälen sich vor allem 3 Faktoren für eine faire Bezahlung heraus. Persönliche Leistung, Erfahrung und Ausbildung. Lohnt sich Leistung noch? Nur jeder Vierte fand in unserer repräsentativen Umfrage, dass die Aufstiegschancen durch eigene Anstrengung besser sind als vor 20 oder 30 Jahren. 26% meinen, es hat sich nicht viel geändert. Aber 44% sagen, die Aufstiegschancen sind schlechter als früher. Wer sich nicht gewürdigt fühlt, ist weniger motiviert und weniger produktiv und... Wir wissen aber auch aus zahlreichen Studien, dass die Menschen dann mehr und mehr psychische Krankheitssymptome entwickeln und dann eben auch physische Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu. Also Ungerechtigkeit macht krank. Die größte wahrgenommene Ungerechtigkeit ist die am eigenen Arbeitsplatz. Das hat auch Anja Forspel erlebt, als sie noch Photovoltaikanlagen verkaufte und dabei sehr erfolgreich war. Die Firma ist gewachsen und ich habe dann einen Kollegen angelernt und habe hinterher erfahren, dass er 1.000 Euro mehr im Monat bekommen hat als ich, weil er ein Mann ist. Und das ist natürlich ein Knaller gewesen, aber es wurde gesagt, er braucht das für seine Familie. Ich hatte mit meiner Tochter natürlich auch eine Familie, aber war jetzt nicht in Anführungszeichen der Ernährer. Ein Einzelfall? Wir gehen mit unserer Ärztin, dem Bilanzbuchhalter und der Friseurin nochmal in die Fußgängerzone und fragen, hat das Geschlecht Einfluss aufs Gehalt? Meinen Sie, ein Buchhalter verdient mehr als eine Buchhalterin? Ja. Warum? Es ist so. Frauen verdienen überall weniger. Es ist einfach so. Das war immer so gewesen, dass die Männer immer mehr verdient haben. War immer so. Also beim Friseur, sage ich mal, kriegen die das Gleiche. Ist das in Ihrem Beruf auch so? Ja. Was sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Im Pflegedienst, Altenheim. Unsere Nerven sind sogar stärker wie die der Herren. Aber es wird nicht honoriert. Im Schnitt verdient eine Friseurin 170 Euro weniger als ein männlicher Kollege. In der Bilanzbuchhaltung sind es schon 870 Euro Unterschied. Und bei Oberärzten über 1.800 Euro. Ein bisschen viel, es verwundert mich schon. Ich habe immer so gedacht, auch so 200-300 Euro, aber dass es so viel ist, bin ich geschockt. Warum es so ist, weiß ich nicht. Also ich finde, dass sie alle das Gleiche kriegen. Wenn sie gut arbeiten, sollen sie alles das Gleiche kriegen. Das ist eine bodenlose Sauerei. Das geht doch gegen das Grundgesetz. So, was machen wir jetzt? Beschweren wir uns? Sie hat sich schon häufiger beschwert. Julia Beerholt gehört zu den deutschen Top-Schauspielerinnen und ist in der Gewerkschaft BFFS aktiv. Beim Theater hat sie schon viele absurde Geschichten erlebt. Bei einer Gehaltsverhandlung sagte mein Intendant zu einer weiblichen Schauspielerin, die selber verhandelte, was, so viel wollen Sie? So viel kriegen bei uns ja noch nicht mal die Männer. Ein Faktor für die unterschiedliche Bezahlung erklärt sich durch Angebot und Nachfrage am Theater. Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung, aber in unseren Erzählungen kommen 2/3 Männer und 1/3 Frauen vor. Nicht nur, dass die Gagen eben niedriger sind, vor allem gibt es einfach viel weniger Arbeit. Und da wir ja pro Tag, an dem wir arbeiten, bezahlt werden, wenn wir keine Arbeit haben, haben wir weniger Einkommen, ganz klar. Aber das allein ist es eben nicht. Zum Beispiel gibt es bei uns eine wahnsinnige Vermischung, das kann man gar nicht glauben, von Fiktion und Realität, was manchmal die Kalkulation von Gagen anbelangt. Zum Beispiel, du hast eine Szene, 5 Rollen um einen Roulette-Tisch im Casino. Da hast du 2 Rollen, das sind Männer, die spielen Akademiker, und 3 Rollen, Frauen, die spielen Prostituierte. Und die Männer bekamen 500% mehr pro Drehtag als die Frauen. Und da wurde dann mal nachgefragt, woran das denn liege. Und da gab es die Antwort, ja, das sind die Akademiker. Wo die Gewerkschaften stark sind, können sie auch Tarifverträge und höhere Löhne durchsetzen. Wo jeder allein verhandeln muss, gibt es in aller Regel viel weniger Geld.
Wer nichts verlangt, der kriegt auch nichts, sagt der Gehaltscoach Martin Wehrle. Das gilt für beide Geschlechter. Aber beim Kampf ums Geld gehen Frauen oft besonders defensiv vor. Na, Frauen denken sozialer, sie versetzen sich in den Kopf des Chefs rein. Sie haben Angst, dass sie ihm Schwierigkeiten machen. Und sie wollen deshalb ihre Forderung ein kleines Stück weit abschwächen, höflicher gestalten. Und diese Höflichkeit wird als Unsicherheit gedeutet und die führt oft dazu, dass Forderungen nicht erfüllt werden. Wehrle arbeitet deshalb gern mit Rollenspielen. Nur ein wichtiges Thema, das steht jetzt noch zwischen uns im Raum. Was stellen Sie sich denn vor, bei uns zu verdienen? Welche Spanne schwebt Ihnen da so vor? Also ich habe dann etwa zwischen 30.000 und 35.000 Euro gedacht. 30.000 bis 35.000? Ja, dann beenden wir mal dieses Rollenspiel. Ich würde das jetzt gerne mal analysieren, was ist da genau passiert. Also ich habe Sie gebeten, eine Gehaltsspanne zu nennen. Das war schon der erste Trick, weil so habe ich Ihre Untergrenze kennengelernt. Dann habe ich eine Dominanzgeste, die Cobra-Geste nennt man das, gemacht. Das sollte Sie natürlich verunsichern. Und dann habe ich auf Ihre Forderung vollkommen empört reagiert und wollte Ihnen ein schlechtes Gefühl machen. Es wird ja oft der Eindruck erweckt, wenn ich eine Gehaltserhöhung durchsetze, dann nehme ich das Geld den anderen weg. Das Gegenteil ist wahr. Wenn es Einzelne gibt, die ihre Gehaltsinteressen durchsetzen, auch Frauen, die ihre Interessen durchsetzen, dann bahnen sie den Weg für andere. Das heißt, man sollte beherzt die eigenen Interessen vertreten. Ungleiche Bruttoeinkommen sind das eine, ungleiche Abgaben das andere. Die richtig Reichen, die von ihrem Vermögen leben, zahlen nur 25% auf die Erträge, die andere für sie erwirtschaften. Wer selbst arbeitet, zahlt bis zu 45%. Am lukrativsten ist es aber, sich gleich die richtigen Eltern auszusuchen. Fachleute sagen, Erbschaftssteuer zahlen nur noch die Doofen. Die Lobby der Vermögenden hat einen ganz guten Job gemacht, muss man sagen. Leider. Ralf Suikert ist einer von knapp 70 Reichen in Deutschland, die nicht auf Biegen und Brechen ihren Besitz verteidigen, sondern sich für eine Vermögensabgabe einsetzen. Wenn man sich aber etwas intensiver mit dem Thema soziale Gerechtigkeit befasst, dann kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, dass dort einiges falsch läuft und dass Handlungsbedarf besteht. Und ich denke, dass wir Vermögenden dort in einer besonderen Art und Weise aufgefordert sind, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Und was wird später einmal sein? Wohin geht die Reise, wenn wir ins Rentenalter kommen? Ja, der Rentenbescheid bei mir, da sage ich immer, das sind Drohbriefe, wo dann drin steht, wenn Sie weiter so arbeiten wie bisher, bekommen Sie das und das. Und wenn man sich das dann anguckt, dann sind das natürlich erschreckende Zahlen. Aktuell bin ich mit 56 Jahren bei 261,80 Euro. Und da muss man entweder lachen oder weinen. Ich lache lieber. Ein Grundstein für die Armut von morgen wird schon heute gelegt. Das Problem ist zu wenig Lohn. Und zu wenig Lohn hat zu wenig Rente zur Folge. Also ein Teil der Rentenproblematik muss über die Lohnpolitik geregelt werden. Auch bei unserem Medianverdiener Andreas Watzi sieht es am Ende mit knapp 1100 Euro Rente ziemlich finster aus. Man schafft sich sein Leben lang auch körperlich ein ab, sage ich mal, und kriegt dann ein Apfel und ein Ei zurück. Bei unserer aktuellen Infratest-DiMAP-Umfrage überwiegt dann auch der Pessimismus. Nur 7% der Bundesbürger glauben, dass es in den kommenden 10 Jahren für Normalverdiener und ihre Familien einfacher wird, finanziell gut zurechtzukommen. 87% befürchten, dass es noch schwieriger wird. Wir haben gecheckt, wie gerecht sind unsere Gehälter und wer verdient, was er verdient. Unser Fazit: Gerechtigkeit ist schwer zu definieren. Für mehr Leistung soll es auch mehr Geld geben. Aber extreme Gehaltsunterschiede stoßen auf massive Kritik. Der gesellschaftliche Wert der Arbeit spielt oft gar keine Rolle. Am Ende zählt vor allem die Macht, seine Interessen durchzusetzen. Und die große Mehrheit befürchtet, dass es für Normalverdiener eher bergab als bergauf geht.